Hi, hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti und jetzt geht's um den Lesemonat Mai. Ja, der Lesemonat Mai, der hat mir tatsächlich einiges beschert. Ich habe, also mein Urlaub hat begonnen im Mai noch, also es war jetzt Ende Mai, aber ich habe im Mai irgendwie wirklich viel gelesen, viel gehört. Ich habe richtig hardcore konsumiert sozusagen. Und an dem möchte ich jetzt gleich, lasse ich euch gleich teilhaben. Da werden wir jetzt mal ganz flitzi-flux durchkommen. Und schauen wir mal. Ich habe angefangen im Mai mit Blutmond über Ashwood. Und das ist ja hier mit Special-Buchschnitt, mit diesem Mond, mit dem roten Mond auf schwarzem Untergrund. Und das ist ja praktisch von der Lumiel H. Knox, von Instagram kenne ich die. Und die haben mal diesen tollen Comic. Sie und ihr Freund haben diesen tollen Comic hier, den habe ich auch hier hinten stehen. Dinge von Interesse, die haben das kreiert miteinander und so sind wir da auch in Kontakt gekommen. Das habe ich mir gekauft und musste ich da echt meine größte Empfehlung dafür aussprechen. Und auch für Blutmond über Ashwood. Im ersten Moment muss ich ehrlich sagen, also ich finde das Layout Bombe, das mit diesem Buchschnitt und so, ich finde es richtig cool. Und im ersten Moment hatte ich so ein bisschen Bedenken, oh, könnte das vielleicht so ein bisschen Dark Romance-mäßig sein, so ein bisschen, könnte es vielleicht was nur für junge Mädels sein. Also, so, ne, von meinem Gefühl her. Und dann habe ich das gelesen und finde hier drinnen auf diesen wundervollen Seiten, und wir haben hier, ja, knapp über 300 Seiten, finde hier wirklich einen grandiosen Vampirroman. Und ihr wisst ja, ich lese ab und zu ganz gerne was über Vampire, aber ist jetzt nicht mehr allergrößtes Fable so. Also da ist, muss ich jetzt nicht unbedingt jede Woche haben, einen Vampirroman. Aber hier habe ich echt einen großartig angelegten Vampirroman gefunden und bin jetzt wirklich happy, dass das tatsächlich der erste Teil einer Reihe ist, dieses Buch, weil ich will hier an dieser Stelle unbedingt weiterlesen. Und ich merke ja gar nicht mehr dazu sagen, wie es ist ein Vampirroman, das ist eine Vampirgeschichte. Und ich war richtig, richtig beeindruckt von der Qualität des Geschriebenen und von der Sogwirkung. Es hat richtige Sogwirkung gehabt, ich konnte es gar nicht weglegen. Ich habe es wirklich mir reingesuchtet. Wenn ihr Bock auf einen coolen Vampirroman habt, der euch mal wieder richtig überrascht und der richtig gut geschrieben ist, dann Blutmond über Ashwood. Ich habe hier also eine Charakterkarte vom Alaric vorne drin gehabt, der praktisch der Protagonist ist, hier die Hauptfigur sozusagen. Und ja, also ich war sehr, sehr happy. Ich habe sogar hier, ne, ich habe sogar mit Unterschrift gekriegt. Bin da sehr glücklich drüber und werde auf diesem Buch auf jeden Fall dranbleiben. Und ich fand, es ist natürlich jetzt ein krasser Vergleich, aber ich fand, es kam von der Qualität, von der Idee, von der Kreativität auf jeden Fall in diese Richtung. Ich möchte es nicht direkt in Vergleich setzen, aber wir kommen hier in die Richtung Das Reich der Vampire vom J. Christoph. Also so vom Flair her, wenn euch das Reich der Vampire gefallen hat, versucht es das hier auf jeden Fall einmal. Kann ich euch wirklich empfehlen. Nicht schlecht, überhaupt nicht schlecht, ganz im Gegenteil, hat mich wirklich, wirklich beeindruckt. So, dann habe ich eine Graphic Novel gelesen. Und da habe ich mir am Anfang ein bisschen hart war. Diese Graphic Novel heißt Jene Tage, die verschwinden. Und zwar ist die vom T T Timo, Timothée Le Boucher. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich bin nicht so gut im Französischen. Das habe ich vom Grosskult Verlag zur Verfügung gestellt gekriegt. Und ich wollte schon lange mal wieder Graphic Novel lesen, einfach. Das hat mir mal wieder gefallen. Das hat so eine ganz spezielle Qualität. Ist ja eher so ein Gesamterlebnis. Ja, du liest und schaust dir die Bilder an und nimmst eben ganz viel von dieser Atmosphäre über diese Bilder auf. Und ja, das war einfach mal wieder fällig. Und jene Tage, die verschwinden, da habe ich mir am Anfang tatsächlich ein bisschen hart und neidsam gemacht und gedacht, was will dieses Buch von dir eigentlich? Es geht hier um diesen jungen Mann und der wacht praktisch eines Tages auf und stellt fest, es fehlt ihm immer ein Tag dazwischen. Also der wacht praktisch mittwochs auf und stellt fest, okay, den Dienstag, an den erinnere ich mich nicht, und dann passiert es jeden Tag.
und wird immer schlimmer, aber da möchte ich mich nicht weiter reinsteigern. Am Anfang habe ich das irgendwie so nach einem Drittel des Buches habe ich schon fast ein bisschen so bin in Stocken gekommen, ein bisschen so interessensmäßig. Und dann hat aber dieses Buch so derartig Fahrt aufgenommen. Es ist ein relativ dickes Comicbuch und zwar sind es fast 200 Seiten. Und dann nimmt es so an Fahrt auf. Dann wird es so emotional, dass ich wirklich, wirklich, und das konnte ich gerade bei einer Graphic Novel nicht unbedingt sagen, aber dieses Buch hat mich zu Tränen gerührt. Es hat mich wirklich zu Tränen gerührt. Und seitdem sehe ich das mit ganz anderen Augen und seitdem steht es als richtiger kleiner Schatz in meinem Bücherregal tatsächlich. Hat mir unheimlich gute, intensive Denkanstöße für mein eigenes Leben geliefert. Wow, tolle Graphic Novel, toller Autor, tolle Bilder und natürlich Bombenverlag, Großkult Verlag. Gerade mit den Graphic Novels ist einfach Bombe. Gut, in diesem Sinne schauen wir, dass wir gleich weiterkommen, weil ihr wisst ja, wir haben noch viel vor uns. Als nächstes habe ich ein Buch gehört und zwar blende ich das hier ein auf BookBeat: Malibu Rising von der Taylor Jenkins Reid. Ich bin auf dieses Buch gekommen, weil ich dieses andere Buch von ihr gehört habe. Und zwar war das, wie hat jetzt das andere geheißen? Verdammt. Das And the Six. Geil. Jackie. Ach, da ging es um diese Sängerin und die Band, also The Six. Und mir voll bestimmt, ich blende es vielleicht kurz neben mir ein. Ihr wisst, wie das ist, wenn man dann diesen Namen einfach eigentlich. Das ist so ein total schmissiger Slogan eigentlich, aber mir fällt mir jetzt ums Verrecken gerade nicht ein. Na, nicht Jackie Brown, das ist ja der Film. Keine Ahnung, ich habe es neben mir eingeblendet, ihr könnt es lesen, ihr könnt es ja lesen. Also die Sängerin And the Six, über dieses Buch bin ich an diese Autorin gekommen und Malibu Rising ist praktisch ihre neueste Ausgeburt von ihren Gedanken und ihrer Kreativität und hat mir gefallen. War so, also es geht hier praktisch um eine Kinderschar, es geht um vier Geschwister. Deren Mutter ganz lange Zeit alleinerziehend war, deren Vater sehr berühmte Persönlichkeit ist und die leben eben in Malibu, in dieser bunten Hollywood-Traumwelt, irgendwie so Malibu Rising. Und es dreht sich eigentlich ist das Buch ganz interessant geschrieben, weil es dreht sich alles um 24 Stunden, in die diese ganzen Erzählungen, dieses ganze Leben von dieser Kinderschar samt Eltern eingefangen ist. Und ich finde es von der Qualität des Geschriebenen her fand ich es wirklich sehr interessant. Super Tempo und ja, hat mir gefallen. Ich dachte tatsächlich jetzt einfach so ein bisschen in leichtes Entertainment, ein bisschen Popcorn-Kino einsortieren. Aber so von den Thematiken her, gerade so Familien, von der Familienthematik her, von dem Emotionalen, das da alles mitschwingt, fand ich gute Unterhaltung. Gute Unterhaltung. So, und weil wir von guter Unterhaltung reden, zeige ich jetzt gleich das nächste Buch. Ihr seht das schon, ich bin jetzt richtig in Fahrt, ja, weil ich habe jetzt beide Lesemonate nacheinander aufgenommen und bin jetzt eben bei Mai. Jetzt läuft's. Ich habe in Salzburg, als ich war, über meinen Geburtstag mit meiner wundervollen Freundin, habe ich mir ja ein Buch gekauft in dieser tollen Buchhandlung, da wo ihr dieses Bild auf Instagram aus Salzburg noch sehen könnt, diesen tollen Schriftzug, diesen Leuchteschriftzug im Schaufenster hatten. Und zwar aus dieses Buch Lux von der Olivia Kuderewski mit diesem wundervollen zitronengelben Buchschnitt. Und hier dreht sich alles, es dreht sich alles um die Lux, das ist eine junge Frau, die psychische Probleme hat, die therapiert ist, beziehungsweise die sich in einer Therapie befindet, soweit ich mich nur erinnere, und Medikamente nehmen muss. Und dann aber Amerika bereisen will, praktisch. Und Amerika bereist und auf dieser Reise trifft es eben auf eine andere junge Frau, eine sehr junge, wilde Frau, die echte Herausforderung darstellt.
Und ich fand es wirklich interessant, dieses Buch. Ich fand es ganz interessante Blickwinkel. Ich fand sehr interessante Charaktere. Und wenn sich diese zwei sehr unterschiedlich gepolten Frauen auf diesen gemeinsamen Weg machen, da steckt jede, gerade emotional, jede Menge drinnen, das eine echte Herausforderung ist. Fällt bestimmt nicht jedem. Also ich sage mal, diejenigen unter uns, die eher einfach so sich orientieren an dem, was gerade angesagt ist, was sich leicht und schnell wegliest, sage ich mal so Colleen Hoover-Leser, so typische. Also wäre hier niemand vorverurteilen, aber Leute, die eher so Popcorn-Kino möchten, die sind vielleicht hier nicht so ganz gut bedient, aber die Leute, die so ein bisschen in die Tiefe gehen wollen, die sich gerne interessante Lebensgeschichten und also ein wenig deepere Sachen geben wollen. Lux von der Olivia Kuderewski könnte da genau das Richtige für euch sein. Sage ich euch, ich bin ganz happy, dass ich das im Special Offer gefunden habe, in dieser Buchhandlung, und diese tolle Ausgabe mir sichern konnte. Ich werde es sicher behalten, weil das ist durchaus so ein Buch, das ich dem einen oder anderen mal an die Hand geben möchte und sagen weg, liest du doch das mal. Das könnte was für dich sein. Genau, dann habe ich als nächstes wieder ein Hörbuch gehört, und zwar ganz besonderes, besonders tolles Hörbuch, das ich tatsächlich mir nur nicht gekauft habe, weil ich es ein bisschen übertrieben teuer fand. Und zwar ist es The Shards von Bret Easton Ellis. Was soll ich sagen? Ich habe von Bret Easton Ellis damals Unter Null gelesen, was ja sein Debütroman, glaube ich, tatsächlich war. Und es steht American Psycho auf jeden Fall auch noch aus, mag ich auch noch lesen. Gerade nachdem ich The Shards mir jetzt als Hörbuch gehört habe. Also es ist im autobiografischen Gewand verpackt. Aber so, was ich jetzt gelesen habe drumherum, ist es nur im autobiografischen Gewand verpackt. Das ist tatsächlich oder ist wahrscheinlich keine Geschichte, die tatsächlich so sich zugetragen hat. Ist ein großes Fantasiekonstrukt, so wie ich das jetzt in verschiedenen Zeitungsartikeln, Berichten gelesen habe. Aber wie gesagt, von mir immer nur solides Halbwissen. Ihr wisst es, das ist nichts, was ich, also die Aussagen, die ich hier treffe, die sind nie irgendwas, worauf man irgendwelche wissenschaftlichen Untersuchungen stützen sollte. Das ist einfach Entertainment. Sagt, das ist Entertainment, that's what it is. Genau, in The Shards geht es eben um den jungen Bret Ellis, der seine Sexualität entdeckt und der nebenbei jede Menge Drogen konsumiert mit seinem ganzen Freundeskreis. Und der dann auch ganz nebenbei an Serienmörder, Serientäter irgendwie entlarvt, aufdeckt. Und es ist aber nicht so der klassische, hey, ich bin jetzt plötzlich Detektivroman, sondern es geht viel, viel tiefer, und es stellt unheimlich intensiv die emotionalen Verbindungen. Ihr merkt das schon, ich habe es halt mit den Emotionen, ich weiß, aber es stellt unheimlich intensiv die emotionalen Verbindungen zwischen die Protagonisten raus. Und ja, es legt den Finger ganz empfindlich so ein bisschen auf Gesellschaftliches in Los Angeles. Aber jeder, der Bret Easton Ellis Fan ist, unbedingt Kaufempfehlung. Geiles Buch, und mich hat es tatsächlich dazu gebracht, dass ich jetzt auf jeden Fall mir auch American Psycho kaufen und lesen möchte. Das hat jetzt zwar keinen Sinn gemacht, der Satz, aber hey, here we go. Als nächstes habe ich ein Buch gehabt, auf das ich mich auch schon länger wieder gefreut habe. Und zwar hat es wieder gegobelt bei mir. Joey Goebbels Freaks. Das ist ja auch nur so ein kurzes, kleines Büchlein, das ich mir irgendwo von irgendeinem Gutschein mal mitbestellt habe. Das hat knappe 200 Seiten und gibt uns einen Überblick über fünf Freunde, also eine ganz skurrile Freundesgruppe, die praktisch eine Band miteinander hat. Und die verzweifelt auf der Suche nach einer Örtlichkeit ist, wo sie intensiver proben können, weil sie proben dann alle nur, keine Ahnung, alle 1, 2 Monate mal, weil irgendwie sie keine Örtlichkeit dafür haben, und machen anscheinend ganz abgefahrene Musik. Und es ist wirklich eine sehr skurrile Kombination an Personen, die hier dargestellt werden. Mir gefällt ganz besonders gut der Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel. Ja, der Perspektivwechsel natürlich zwischen den verschiedenen Figuren in diesem Buch. Der ist unheimlich flott, der macht das Buch unheimlich griffig und der macht das Buch unheimlich spannend. Und im Endeffekt ist es so ein Büchlein, wenn ihr mal einen Tag Zeit habt, dann haut euch hin und lest das durch. Ihr werdet die Finger nicht davon lassen können. Geil. Freaks. Mega.
Sehr gut. Ja, dann habe ich nur mal ein Hörbuch gehört und zwar war das When You're Ready, This Is How You Heal. Lass los und finde zu. Das konnte ich jetzt nicht lesen, das ist zu klein. Lass los und finde zu dir selbst wahrscheinlich. Von der Brianna Wiest wieder. Das ist auf kürzeste Zeit jetzt irgendwie das dritte Buch, das die rausdonnert und raushaut. Da geht es eben auch um den Umgang. Um den eigenen Umgang mit der eigenen Psyche und ich wiederhole mich da nur von den anderen zwei Werke her schon. Die Brianna Wiest ist ja noch eine relativ junge Schriftstellerin, soweit ich jetzt verstanden habe, soweit ich das weiß. Aber das geht wirklich gut in die Tiefe und ich komme mit dem Geschriebenen bzw. mit dem Gesprochenen in dem Hörbuchformat sehr, sehr gut klar. Und es gibt einfach, es gibt so, ich darf mal sagen, es ist nicht so die Brechstange, sondern es sind so die sanften Reflexionsanstöße, die diese Bücher so unheimlich wertvoll machen, die diese Qualität von diesen Büchern so unheimlich hoch rausdrücken. Und mehr möchte ich und kann ich an dieser Stelle gar nicht dazu sagen. Ich kann euch all die drei Werke von ihr angeführt von 101 Essays, die dein Leben verändert werden. Nur empfehlen. Kann ich euch empfehlen. Und zwar nicht im Sinne von so einer übertriebenen Selbstoptimierung, sondern im Sinne von zu sich kommen. Im Sinne von sich mal mit sich selber auseinandersetzen. Finde ich das eigentlich ganz großes Kino. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte. Gut, dann kommen wir gleich zu dem nächsten Buch. Und zwar habe ich auch ein Fachbuch gelesen im Mai. Und im Mai war das Faultierprinzip von der Anke Elisabeth Ballmann. Und hier handelt sich alles um, wie Kinder in ihrem Lebenstempo gelassen und frei ihre Fähigkeiten entwickeln und die Welt für sich entdecken. Um das geht's hier drinnen. Und das fasst eigentlich perfekt zusammen, um was es geht. Wir finden hier die Autorin in ihrem Büro wieder, so szenisch, die plötzlich ein Faultier an ihrer Pflanze da im Büro hängend entdeckt und dann mit diesem Faultier in Kommunikation tritt und das so ein bisschen ganz nett verbindet, diese Faultierweisheiten, die praktisch einfach aus einer sehr langen Faultierhistorie schon rauskommen und was wir Menschen darüber lernen können. Und im Großen und Ganzen sagt uns dieses Buch, wir sollten unsere Kinder füll intensiver wieder in ihrem Lebenstempo lassen. Weil die Kinder sehen die Welt ja aus einem komplett anderen Blickwinkel wie wir. Wir haben ja schon unsere Vorerfahrungen, wir haben unsere Erziehung schon im Knack, sag ich mal. Wir haben irgendwie unsere eigene Vorstellung entwickelt von dem, was falsch oder richtig im Leben ist. Von dem, was wichtig oder vielleicht ein bisschen unwichtig ist im Leben. Und dieses Buch legt seinen Finger wieder ganz eindeutig auf die Wunde gegen diesen extrem hektischen Lifestyle, den wir Erwachsene in unserer aktuellen Zeit gerade tatsächlich leben. Weil ein bewusstes Erleben ist in unserer Zeit ja wohl kaum mehr möglich, weil wir müssen Einkaufen, was weiß ich, was, irgendwelche Kurse für die Kinder machen, irgendwelche Förderung, Forderung und noch den nächsten Chinesischkurs für die Kinder raushauen und dann müssen wir noch Belletristik Basti Video anschauen, damit wir noch erfahren können, was wir noch mehr lesen können. So ist es bei uns im Erwachsenenleben. Und dieses Buch stellt sich da dagegen und ist die Anke Elisabeth Ballmann ist eine ultra wichtige Autorin im pädagogischen Bereich geworden in die letzten Jahre. Ich habe das erste Buch, das ich von ihr gelesen habe, war Seelenprügel. Und ich sage euch, was Seelenprügel ist, das Buch, das meiner Meinung nach jeder Mensch, der in der Kinderbetreuung auch nur irgendwie tätig ist, lesen sollte. Lesen sollte und ein Bewusstsein für das entwickeln sollte, was eigentlich okay ist und was nicht okay ist in der Kinderbetreuung, in diesem Leben, das man mit den Kindern gemeinsam gestaltet. So, das musste mal gesagt werden. Dann habe ich als vorletztes Werk, das ich jetzt hier, als vorletzten Autor, den ich jetzt hier angehen möchte, habe ich was von dem allzeit sehr beliebten und gemochten Mike Chick lesen. Und zwar sein Debütroman, glaube ich, war das. Mike, verzeih mir, wenn ich das jetzt irgendwie falsch rausgebracht habe oder wenn es nicht ganz stimmt. Aber du weißt ja auch, Belletristik Basti, solide, aber Halbwissen. Gut, Der Käfig und hier haben wir einen People-Roman mit fast 400 Seiten, der so viel Tempo hat. Leute, so viel Tempo.
Und ich wusste gar nicht, wie ich das jetzt ausdrücken soll. Und ja, das ist eigentlich ein Spoiler zu viel. Also ich spoilere jetzt kurz mal Wosterei, aber ich muss immer loswerden, weil ich habe mich hier echt kurz mal in Bates Motel versetzt gefühlt. Und das aber gar nicht jetzt irgendwie im billigen Abklatsch-Stil, sondern auf richtig feine Weise, richtig fein geschrieben, richtig tolle Charaktere dargestellt, richtig tolle Figuren und Charaktere erfunden und eine richtig gute, notwendige Portion kranker Geist mit reingebracht. Wirklich, also es hat was Krankes, es ist Horror, das ist super spannend, ein Psychothriller für mein Verstehen, für mein Dafürhalten. Mike Chick, der Käfig, hier geht es praktisch um einen Bauernhof, da wo keine Hühner, sondern Menschen in Käfige gehalten werden. Hat so von der prinzipiellen Grundidee, kann man das eher so in Richtung Festa Verlag schirmen, aber es ist echt, also wird da auch passen, da hätte es aber an manchen Stellen natürlich nur ein bisschen übertriebener, gewalttätiger sein können. Auch wenn das hier überhaupt nicht zu wenig gewalttätig ist. Es ist blutig, es ist spannend, es ist krass, es manchmal belastet es einen nachts, wenn man es liest. Richtig gut. Richtig gut. Hat mir genauso gut gefallen wie Viermal Angst. Und da war ich wirklich gespannt, weil Viermal Angst hat mich stark beeindruckt, auch von Mike Chick. Lieber Mike, 100 Punkte und 5 Sterne für dich. Ist ja Wahnsinn. So, jetzt gehen wir gleich die Luft hier aus. Aber eins muss ich eigentlich noch sagen. Und zwar habe ich dann nur Hörbücher gehört. Und zwar habe ich die ersten zwei Teile gehört von Throne of Glass. Und von der Sarah J. Maas ist es geschrieben, diese ganze Reihe. Und ich habe den ersten Teil mir auch gehört, weil damals ja die Lena von Expecto Patronum davon geschwärmt hat. Und dann dachte ich mir, ja, komm, lass mal sehen. Und ich sage etwas, was ich vorgefunden habe, hat mich überrascht. Weil nachdem ich das Layout gesehen habe, dachte ich mir, ja, keine Ahnung, ob das so richtig mein Stil ist, aber es dreht sich also um eine Assassinin, die praktisch in einen Wettkampf einsteigt, um dem König, der sie eigentlich versklavt hat, der sie eigentlich in ein unheimlich finsteres Arbeitslager geworfen hat, als Champion zu dienen. Und im ersten Teil stellt sich praktisch hauptsächlich diese Szenerie dar, dass da alle möglichen Minister und Prinzen, dann hast du nicht gesehen, irgendwelche Champions vorschlagen und es muss sich der Stärkste herausstellen, der dann für den König arbeiten darf und dann ein paar Jahre später seine Freiheit wieder erlangt. Also wir finden uns hier schon in einer Fantasy-Welt wieder. Die jetzt aber gar nicht übertrieben magisch im ersten Moment oder so daherkommt, eigentlich so genau die richtige Qualität mit sich bringen. Und ich sage euch was, an was mich das extrem erinnert hat, war Nevernight. Und ich bin hier riesen Nevernight-Fan und von dem her ist da mein Fantasy jetzt ein bisschen aufgeblüht bei Throne of Glass. Und man merkt eindeutig, Nevernight ist J. Christoph, ist sehr männlich geschrieben, aus einer sehr männlichen Perspektive geschrieben. Und das hier, Throne of Glass, ist eben aus einer weiblichen Perspektive geschrieben. Das merkt man definitiv. Ihr solltet euch Throne of Glass, wenn ihr Fantasy-Fan seid und wenn ihr womöglich Nevernight gut fandet, dann ist es eine absolute Leseempfehlung. Beziehungsweise Hörempfehlung gibt es auf BookBeat, was ich momentan auch höre. Und ich habe auch den zweiten Teil Kriegerin im Schatten, den ich jetzt hier auch gleich noch mit einblende, den habe ich auch schon gehört, habe ich tatsächlich am 31. Mai fertig gehört. Also es war gerade noch so im Lesemonat Mai mit drinnen. Und ich bin begeistert. Ich habe mir jetzt erst noch ein anderes Hörbuch wieder ausgesucht, aber ich werde dann auf jeden Fall in dieser Reihe weiterhören, weil es ist catchy, es ist mega spannend, es ist hat die nötige Portion finstere Magie und Gewalt nur dabei. Geil. Hat was, ist cool, werde ich auf jeden Fall dranbleiben. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt ein wunderschönes Wochenende oder Woche, morgen, frühs, mittags, Abend, wo auch immer du dich gerade befindest. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Sei dir wieder dabei, wenn es beim nächsten Mal Lesemonat wahrscheinlich erst wieder hast. Hey, hallo und herzlich willkommen hier bei Belletristik Basti. Mach's gut, bis dann, ciao.